Hallo, wir sind Schülerinnen der HBL Ellenberg. Und wir führen im Rahmen unseres Projektes ein Interview zum Thema Regionalität durch. Viel Spaß! Was verstehen Sie unter Regionalität? Regionalität ist für mich das Leben im Einklang mit der Region, in der man lebt. Sowohl was die Sitten, Gebräuche betrifft, als auch die Nahrungsmittel und alles, was heute sozusagen regionsimmanent ist. Das ist für mich Regionalität. Was verstehen Sie unter regionalen Lebensmitteln? Ich verstehe unter regionalen Lebensmitteln solche, die aus unserer Umgebung sind, das heißt dort anbaut werden, am besten dort verkauft, verarbeitet werden und dann in der Region verkauft, also weiter verkauft und dann konsumiert. Lebensmittel, die vor allem in Österreich wachsen bzw. hergestellt werden? Ja, Fleisch, Käse, Milch. Hauptsache aus Österreich, ne? Ja, Lebensmittel, die aus der nächsten Umgebung kommen, im Idealfall aus dem Nachbarort oder in der Stadt. Ein bisschen schwieriger, aber sonst vom Nachbarn nebenan oder so wenig Transport oder Weg wie möglich zu mir gehabt haben. Unter regionalen Lebensmitteln verstehe ich Lebensmittel, die aus der Region kommen, und das ist für mich jetzt Oberösterreich. Bei welchen Lebensmitteln achten Sie auf Regionalität? Eigentlich bei allen Lebensmitteln, das geht vom Gemüse über das Obst bis zum Fleisch oder zum Fisch. Und ich bemühe mich auch, sofern es möglich ist, regionale Produkte zu kaufen. Speziell bei den Lebensmitteln, die mir wichtig sind, Fisch, Fleisch, Gemüse und Obst, wie gesagt. Obst und Gemüse und Milchprodukte auf jeden Fall. Und verarbeitete, finde ich, wird es schon ein bisschen schwieriger, weil man es da einfach nicht so ersichtlich ist auf der Verpackung und so. Eigentlich bei allem, was Obst und Gemüse ist und Fleisch eigentlich auch, wenn es geht. Obst und Gemüse ist ein bisschen leichter, aber genau, das sind so die Sachen, wo ich drauf schaue. Also am wichtigsten ist es mal bei so frischen Sachen wie Obst und Gemüse zum Beispiel oder Kartoffeln, Zwiebeln, sowas. Hauptsächlich Fleisch. In erster Linie bei Obst. Ich kaufe im Moment wenig Gemüse, aber grundsätzlich auch da, und kommt eben dann darauf an, wo man einkaufen geht, was man dann schaut. Und wo kaufen Sie Ihre regionalen Produkte ein? In die verschiedensten Supermärkte eigentlich und selten einmal auf dem Markt da. Ganz normal im Supermarkt. Ich habe es einmal mit Wochenmarkt probiert, aber das war mir dann zu umständlich, weil öfter braucht man mal gar was, das geht dann im Supermarkt schneller. Sehr gerne am regionalen Bauernmarkt, der bei uns in Leonding jeden Samstag stattfindet. Da bin ich eigentlich jeden Samstag zu Gast und da kriege ich alles, was ich brauche. Meistens kaufe ich sie im Supermarkt. Wenn es möglich ist, beim Hofer, sonst Spar oder Merkur. Hofer, ich kaufe es beim Bauern meines Vertrauens. Es gibt einen Landhof, einen Blesching, da kaufe ich ein wenig. Kostet zwar mehr, aber schaut ja nicht. Passt, danke für eure Zeit. Wir bedanken uns bei allen Teilnehmerinnen und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich geh schon weg. Dauert das so lang? Geht's? Geht's ja. Hallo, wir sind Schülerinnen der HBL Ellenberg. Und wir führen in... Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Wir, die Schülerinnen der HBL Ellenberg, fragten im Rahmen unseres Projekts, wo kommt's her hinter unserem Essen stecken? Ja, wohin? Ja. Wohin? Wohin? Scheidung. Okay. Geht schon? Also. Wo kommt's her? Hinter unserem Essen steckt mehr. Mama, mag die!